Herzlich willkommen zu Wüste Blauer Outlast. So, dann machen wir hier mal weiter. Unser Ziel ist immer noch, erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Das versuchen wir jedenfalls. Weil kann sein, dass immer noch hinter uns einer her ist. Und die ganze Zeit renne ich hier mit dieser blöden Kamera rum, mit dem Schwarzlicht hier, Nachtaufnahme. Weil sonst siehst du gar nichts. Null. Schauen wir uns mal hier um. Da stehen ja hier noch ein paar Dokumente oder Notizen. Wow. Kam denn er her? Diese blöde Batterien, ey. Shit, Alter. Ah. Er scheint um. Muss mal ganz langsam. Oh shit. Oh oh, das müssen wir aber mal rennen. Ah, hier ist er raus. Mach zu, 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 mach zu. Heiliger Scheißdreck, ey. Na, ich würde lieber noch mal hier hinten gucken gerne. Ach man, überall wo ich gucken will, Alter, kommt er, ey. Komm, schieb, bitte, schieb, 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 schieb. Komm, mach zu, ey. Batterie ist auch gleich wieder leer. Ah, da liegt einer. Sehr schön, jetzt haben wir erstmal noch 4 Stück. Denke mal, das müsste reichen erstmal. Da ist zu, Batterie wechseln. Ja, schon groß hier, ey. Ja, Wahnsinn. Mal gucken, vielleicht liegt hier noch eine Batterie. Nee, leider nicht. Oh nee, komm. Komm, bitte. Mach zu. Verdammt, ey.
Sieht jetzt so aus, ob es mir okay ist, ob es mir gut geht. Nein. Na, der wird sich noch umgucken, Alter, schweigt ja. Dann spring noch, komm. Blöder Wichser, ey. Ja, rennen kann ich nicht mehr, humpel nur noch. Ach, einfach mal der Blutspur folgen, ja, die wird schon mich irgendwo schon hinführen hier. Puh, nein, das zu, nein. Oh shit. Verdammt. Scheiße, ey. Da bin ich echt verdammt nochmal falsch gelaufen. Weil da war zu. Vielleicht haben wir ja. Ja. Ich verstehe. Scheinlich. Müssen wir hier wieder zurück und irgendwo verstecken. Ah, oh, komm, er bewegt sich nicht. Ach, Mann. Aber wo soll ich mich verstecken? Liegt hier noch eine Batterie? Natürlich nicht. Mir sind alle Türen zu, ey, was steht, ne? Was passiert jetzt? To be unwrapped and unwrapped again and savored. Here we go. Boah, Alter, was ist denn das für ein kranker Bastard, Alter. I've been a little vulgar. And I want to say I'm sorry. I just... You know how a man gets what he wants to know. But after the ceremony, I made an honest woman of you. I promise. I'll be a different man. I want a family. A legacy. To be the father I never had. I'll never let anything happen to our children.
Not like. Oh. I have to wait here. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. But try to enjoy the anticipation. Here, darling. This will help you relax. Sind wir jetzt hier bei Sof oder was? 12 Stunden später. Jetzt wird es ernst. Darling, I need you to try to bleed less. I know the fair sex often into you are the same wounds with your suffering. But you really need to make an effort. No, I'm so sorry, darling. Love isn't for everybody. BDFA. Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth. Like a little more delicate bits. No! No, don't! Please! No. Boah. Alter. Das ist ja wie wenn ich von 10er Block springe. You have amazing bone structure. Such soft skin. Der will mir jetzt nicht echt die Eier abschneiden, oder? A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of Alter. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. To grow our family. The incision will hurt. And the conception. And birthing is never easy. I'll make a cut fast. Just close your eyes and think. Ich bin nackig. Alter, hat mich das Ding geritten, Alter, auf das Brett, ey. Alter, WTF? What the fuck? Alter! Alter, bin ich denn jetzt hier gelandet, ey? Alter.
Oh nein, Alter, ich kann kaum rennen, ey. Oh shit. Wo lang? Oh fuck. Ey, ich hab kein Durchstück gehabt, eben. Diese blöde Drecksau, ey. Alter, du siehst nix, ey. Das ist das Problem, ey. Oh, jetzt mal ganz ruhig. Schon hat mich das Arschloch gesehen. Okay, pass auf, rennen wir noch mal da lang. Und nicht nach hinten gucken. So, nach links. So, immer weiter, 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 weiter. Alter, das ist der Hammer. Naja, undankbaren Fotzen, Alter. Du bist ja die größte Fotze der Welt, Alter. Ja, wollt ihr mir die Eier abschneiden? Ja, wollt ihr mir die Eier lecken und wahrscheinlich noch im Arsch ficken, die dumme Drecksau. So, lesen wir uns das mal hier durch. Weise Männer. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen, Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verborgen, um den Moment der Geburt darzustellen. Oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer inspirierten Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden. Lisa, bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte, absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen. Und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich. Hast versucht, alles in einen Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort: Geld, Profit, Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Eine widerwillige Braut? Ich bin noch in einem Stück. Ich bin hier. Lisa, ich bin doch immer ich. Er wollte mich zu seiner Braut machen. Wollte mich schneiden. Vielleicht liege ich falsch, der Welt von diesem Ort zu erzählen. Würden sie nur herlocken, sollte dieser Ort hier einfach vor sich hineitern und was? Vor sich hineitern und sterben. Ich werde es der Welt nicht erzählen, wenn es bedeuten würde, die Infektion auszubreiten. Lass es alleine sterben, lass es verrotten. Diese Texte sind manchmal echt ein bisschen schwierig. Projekt Wallweiler Patienten, Statusbericht für Eddie Glutskin. Oh, Alter.
Fall Nummer 2196, Patient Eddie Gloskin, Datum 9.06.2013, erste Patientenbefragung 14.12.2013, Alter der Patienten 46, Geschlecht männlich, behandelter Arzt Dr. Garrett Snow, Therapiestatus. Luzide Traumfiguren bleiben weiterhin verschwommen. Gloskin behauptet fast konstante Kontrolle über die Traumphasen zu haben, jedoch stimmen seine Berichte nicht mit dem REM-Zyklus überein. Extrem authentisch REM, NREM, morphogenetischer Antrieb hat sich bei 90 BPM stabilisiert. Diagnostik, schwere bronchiale Akkumulation, der Ausschlag, der vermutlich durch die Homotherapie hervorgerufen wurde, hat sich zurückentwickelt und ist verwunden, seitdem keine Latexschläuche mehr verwendet werden. Anmerkung: Noch immer ist es frustrierend, Gloskin zu befragen, da er kontinuierlich versucht, uns das zu sagen, was wir hören wollen, während er gleichzeitig geschickt versucht, bestimmte Elemente der Wahrheit zu umgehen. Seine Kindheit bleibt weiterhin offensichtlich fiktiv. Er behauptet, er sei ein Erwachsener, müsste man sein aufgewachsen trotz der traumatischen und gewaltigen sexuellen Erfahrung, die sowohl in öffentlichen als auch medizinischen Berichten zu finden sind. Als ich ihn mit Bildern konfrontierte, die sein Vater und sein Onkel aufnahmen, reagierte er mit einer Mischung aus Lachen und Wut und er wurde fixiert. Auf einer ähnlichen Weise weigerte er sich auch, über sein Opfer zu sprechen, sowohl kategorisch als auch spezifisch, als ihm Bilder der Frauen zeigte. Weigerte er sich zuzugeben, dass sie tot oder verstümmelt seien. Warum auch nicht? Er behauptet, Fortschritte in morphogenetischen Antriebsprogramm gemacht zu haben, die er bisher nicht erreicht hat. Er sagte, er könne deutlich die Stimme des Wallrider hören, wenn er nur die Augen schließen würde. Er versucht ganz offensichtlich immer noch seine Ärzte zu schmeicheln. Ich werde ihm spekulieren, was er sich davon verspricht. Die Texte sind der Burner, ey. Geh hier hoch. Mann, sind überall 1000 Räume, hier bist du gar nicht wo lang. So, ist hier. Ah ne, das ist gar keine Tür, ist eine kaputte Tür. Fahrstuhlschacht. Ah, na endlich. Besser. So, das zu. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Finde den Schlüssel zur Männerstation. Holy shit, ey, das ist wieder kein Ende. Das zu, da wird auch zu sein. Also gibt es nur einen Weg. Alter, wir humpeln immer noch. Kaputte Beine hier. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier hoch. Alter, ist das ein Schädel, Alter. War richtig drin gedrückt, ey. Oh, er schreibt wieder. Blaubartsfrauen. Körper hängt von der Decke wie nasse Wäsche. Wie gehäutete Hasen. Verstümmelte Männer, gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust.
Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er erschafft keine Frauen, um ihnen Kinder zu gebären. Er erschafft Frauen, um sie umzubringen. Dieser, ich will diesen Ort mit allem beweisen, dass er je existierte. Bis auf die Grundmauern abbrennen, die Mokov Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihm das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie haben ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst, Pisse und kupfertem Blut, Fleisch, das zu Aas wird. Sehr lecker auf jeden Fall. Jeden Fall wartet mal eine Tonhalle. Stinkt auch schon so hier. Und der Wichser verfolgt uns immer noch. Das ist so extrem groß hier. Manchmal weißt du hier gar nicht, wo lang, ey. Die Batterie auch schon wieder fast leer. Batterie aufgenommen, sehr schön. Die ist zu, besser gesagt blockiert. Alter, wir humpeln aber extrem, ey. Oh nein. Ohne falsch gerannt, ey. Der Typ ist echt der Burner. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder Schluss und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde wieder. Also haut rein, bis dann.